Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hooked on You. Ich bin noch immer auf dieser wunderschönen tropischen Insel und es ist Zeit für das Abendessen, nachdem ich einen wunderschönen Tag mit dem Gespenst verbracht habe. Du hattest bestimmt einen ganz tollen Tag. Ich kann es in deinem Gesicht sehen, du strahlst. Und das ist nicht nur der Rest vom Angstschweiß, den du nach einem Nachmittag mit einem Psychokiller vergossen hast. Nein, nein, du gehst voll in dieser romantischen Erfahrung auf. Keine Sorge, ich werde deine kleinen schmutzigen Geheimnisse für mich behalten. Schön, dass du deine kleinen schmutzigen... meine kleinen schmutzigen Geheimnisse für dich behältst. Ich lade hier die ganze Zeit dieses lustige Let's Play hoch. Die ganze Welt kann sehen, was ich für schmutzige Gedanken habe. Also, tu, was du willst, Erzähler. Aber genug der Scherze, es ist Zeit, zur Sache zu kommen. Alle appetitlichen Singles sind zum Abendessen eingetroffen. Auch der Trickster. Der Geist ist auch hier. Wir werden nicht weiter den Gag machen, dass wir sie alle gleichzeitig auf den Bildschirm packen. Also glaub mir einfach, sie sind alle da. Und sie sind genauso sexy und verrückt, wie du sie in Erinnerung hast. Wie die Liebe auf dem Spiel steht... wenn die Liebe auf dem Spiel steht, sind alle sehr vorsichtig, um nicht einen zu beleidigen, indem sie etwas Falsches sagen. Glückwunsch übrigens, dass du so weit gekommen bist. Ich bin genauso überrascht wie du, dass die vier sich in dich verliebt haben. Nein, nicht wegen deiner Persönlichkeit, sondern weil du sie erst gestern kennengelernt hast. Da der Fallenstelle jedoch die geringste Chance zu haben scheint, dein Herz zu erobern, schlägt er alle Vorsicht in den Wind und meldet sich zu Wort. Es ist ein ziemlich kleines Trostpflaster dafür, der unbeliebteste Killer auf der Mörderinsel zu sein, aber hey, dieser eine Moment im Rampenlicht ist das Mindeste, was wir tun können. Und nicht mal der Himmel weiß, ob es da noch besser wird. Ich möchte jetzt nicht gemein sein, aber ja, der große Klotz da hat definitiv die schlechtesten Karten bei mir. Da bin ich einfach mal ganz ehrlich. Aus mehreren Gründen. Der ist männlich, der ist viel zu groß, der ist viel zu kräftig. Ja. Und der wirkt sehr brutal. Okay, das tun alle. Das sind alles Mörder. Ja, ist okay, vergesst das. Wenn ich alleine esse, esse ich, was ich will. Und ihr esst alle mit. Lammhaxe. Blutig, gesalzen, gepfeffert, keine Soßen. Und serviert mit einem einzigen Stück Brokkoli. Damit sich der Geist nicht beschwert. Ich mag Brokkoli. Ich bekomme schreckliche Blähungen davon. Oh, das mag ich gar nicht. Alter, warte, bis du riechst, was blutiges Lamm mit meinen Eingeweiden macht. Das ist fantastisch! Das Abendessen wird in Kürze serviert, aber gewisse Entscheidungsträger würden gerne etwas über deinen Tag erfahren. Möchtest du deinen Tag für den Rest der Gruppe beschreiben? Eigentlich nicht. Du hattest einen interessanten Tag, das steht fest. Aber wie wirst du ihn den anderen beschreiben? Wenn du zu viel oder zu wenig erzählst, kann sich das auf dein Ansehen in der Gruppe auswirken. Sollte mir das Ansehen der anderen nicht scheißegal sein? Okay, aber sitze nicht einfach da und sage nichts. Nichts ist keine Option. Ich will sie auch nicht zu sehr ins Rampenlicht setzen. Ich bin lieber schüchtern. Es war nicht wirklich ein Date. Eher zwei Menschen, die alle anderen meiden und lieber allein sein wollen. Aber das alles in relativer Nähe zueinander. Das ist genau richtig. Ich hätte selbst nichts Bedeutendes besser sagen können. Phew. Das Gespenst ist offensichtlich zufrieden mit der Art und Weise, wie du dein Date geschildert hast. Das ist keine Überraschung. Sie mag es nicht, wenn sich Leute in ihre Angelegenheiten einmischen. Ich glaube, ich habe das Gespenst durchschaut. Dwight und Claudette bringen das Abendessen. Alle essen schweigend. Keiner traut den anderen. Alle sind müde. Warte, nein, sorry. Das ist ein düsterer, übernatürlicher Horror-Thriller in der Antarktis und keine reizende Parodie einer Dating-Simulation auf einer unbekannten Tropeninsel.
Ein düsterer, übernatürlicher Horror-Thriller in der Antarktis? Wie hieß der Film noch gleich? 40 Days of Nights oder so ähnlich? Ist das eine Anspielung darauf? Es sind 30 Days of Nights. Of Night. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt eine Anspielung darauf war. Lass es knacken! Hä? Meinst du, lass es krachen? Nein, es wird ziemlich knacken. Fast alles, was sie servieren, enthält eine Menge Knochen. Sogar das Gemüse. Das ist auf dieser Insel einfach nicht zu vermeiden. Wieso sind Knochen im Gemüse? Alle essen ohne zu reden. Die Spannungen nehmen zu. Sowohl in sexueller Hinsicht, als auch in Beziehung auf Tötungsabsichten. Wow. Sex und Mord liegen ja so nah beieinander. Als alle fertig sind, kommt Veit und Claudette zurück, um den Tisch aufzuräumen. Sie tun dies um dich herum, während sie deinen Teller abräumen, deine Serviette mitnehmen und die Krümel vom Tisch wischen. Was möchtest du dem Bediensteten sagen? Soll ich ihnen nochmal danken? Dann sind sie verwirrt. Ich danke ihnen. Wir wissen euren erstklassigen Service sehr zu schätzen. Leute, wenn ihr bitte so nett wärt, uns zur Feuerstelle zu folgen, würden wir das sehr begrüßen. Uns wurde gesagt, dass etwas Großes passieren wird. Etwas, das alles verändert. Ihr könnt freiwillig oder unfreiwillig gehen. Ihr habt keine Wahl. Harte Jungs. Konntest du dir aussuchen, wie du das sagst, Schwachkopf? Ja, und ich habe sofort bereut, wie ich es gemacht habe. Gut, hier muss ich etwas ändern. Feuer ist Wiedergeburt. Feuer erleuchtet die Seele. Ich hoffe, das Feuer ist nicht zu rauchig. Rauchig tut meinen Augen weh. Ich habe ziemlich empfindliche Augen. Außerdem habe ich furchtbare Angst davor. Vor dem Feuer meine ich nicht vor meinen Augen. Wegen eines Kindheitstraumas, das mit Feuer zu tun hat. Und schließlich setzen sich alle in Richtung Feuerstelle in Bewegung. Und sei es nur, um dem Gejammer vom Geist zu entgehen. Du setzt dich auf einen bequemen Holzscheit, spürst die Hitze des Feuers auf deiner Haut und wartest darauf, dass die anderen Killer ihre Plätze einnehmen, während du dich fragst, wer dieses Mal eine Geschichte erzählen will. Wird der Erzähler eine Geschichte erzählen? Ich wette, er ist unwerfend kreativ. Hey, denkst du, darf er mir einfach so Gedanken in den Kopf setzen? Das ist doch nicht fair. Alle machen sich auf den Weg nach drin, aber etwas Unerwartetes passiert. Nichts. Nichts passiert. Hier scheint fast immer etwas zu passieren, also ist nichts wahrscheinlich kein gutes Zeichen. Oh, cool. Und jetzt sehen dich alle an. Tu einfach was. Soll ich jemanden auswählen, der eine Geschichte erzählt, oder sollen wir Charade spielen? Boggle? Also, wir dachten eigentlich, warum erzählst du uns nicht eine Geschichte? Der Geist richtet seinen Stachel und seinen Schädelstab Dingsbums auf dich. Du duckst dich, um ihn auszuweichen. Wer weiß, was das Ding alles kann. Wahrscheinlich schießt es mit Lasern. Versuche uns nicht zu langweilen! Wir sind einfach sehr an dir interessiert. Sprich nicht für mich, Jägerin. Jetzt kannst du nicht mehr sagen, ob dir vom Feuer warm ist oder ob es deine Nerven sind, die dich aufhitzen. Ich weiß, dass das Feuer genau hier ist, aber wenn wir aufhören, ständig darüber zu reden, können wir vielleicht so tun, als wäre es nicht hier und als würde es uns nicht bei lebendigem Leib verbrennen können. Er soll mich nicht hören. Verschwinde von hier, Geist. Die war dabei, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Wird es eine Geschichte geben oder nicht? Na gut, ich werde eine Geschichte erzählen. Klar, ich erzähle gerne eine Geschichte. Ich hoffe, es ist ein Krimi. Okay, was für eine Geschichte willst du erzählen? Eine Liebesgeschichte, eine Abenteuergeschichte, eine Actiongeschichte.
Ich kann es eigentlich nur falsch machen. Probieren wir es mit einer Liebesgeschichte? Ach ja, komm. Das wird mich so töten jetzt. Ich werde eine romantische Geschichte erzählen. Über zwei Liebende, die zusammen Gift nehmen und mit Schaum vor dem Mund sterben? Oder von zwei starken Jägern, die sich treffen, als sie beide versuchen, denselben gerissenen Bärenmarder zu erlegen? Nicht ganz. Es geht um meine Eltern. Sie lernen sich auf einer Party im College kennen. Es war der Gastgeber. Er war der Gastgeber, sie wurde von Freunden dorthin geschleppt. Sie hätten nicht unterschiedlicher sein können. Und doch, im Laufe der Nacht fühlten sie sich zueinander hingezogen. Sie machte sich über seinen Musikgeschmack lustig und er interessierte sich für ihr Hauptfach, Frauenstudien. Sie heirateten innerhalb von 2 Monaten. Ein bisschen früh, um zu wissen, ob du jemandem vertrauen kannst, findest du nicht? Das ist total süß. Genau, ich habe von ihnen viel über die Liebe gelernt. Wenn du es weißt, weißt du es. Manche Menschen brauchen nicht Jahre, um ihren Partner kennenzulernen. Liebe kann sich schon durch einen Blick über ein Lagerfeuer hinweg entwickeln. Jetzt hast du ihre Aufmerksamkeit. Jeder Killer versucht fieberhaft, deinen Blick von der anderen Seite der Feuerstelle zu erhaschen. Abgesehen vom Trickster, der zur Bar rübergegangen ist und lautstark seine eigene Musik über seine eigenen Kopfhörer spielt, um dich zu übertönen. Okay, das war keine sehr gute Geschichte. Ich will dich nicht beleidigen, aber sie war eigentlich sogar ziemlich schlecht. Es tut mir leid, aber der Erzähler in mir ist ein Realist. Wir können hier nicht einfach aufhören. Von wem würdest du heute Abend gerne sonst noch eine Geschichte hören? Du schaust von Killer zu Killer und versuchst zu entscheiden, wer am unterhaltsamsten sein könnte. Bleiben wir einfach ganz hart beim Gespenst? Ich sag mal ja. Ich könnte wohl eine Geschichte erzählen. Das will ich eigentlich nicht, aber alles, was ich erzähle, ist sicher besser als alles, was du von den anderen in dieser Gruppe hörst. Wie alle guten Geschichten habe ich auch diese von jemandem aus der Vergangenheit geklaut, der jetzt tot ist und nichts dagegen tun kann. Sie heißt die Braut. Technisch gesehen wohl die Verlobte. Eines Winters Witwe. Konzentration. Geschichtenstimme aufsetzen. Los geht's. Eines Winters beschloss ein junges Paar, dass sie im nächsten Frühjahr heiraten würden. Die beiden waren unsterblich ineinander verliebt und konnten es kaum erwarten, dass der Schnee schmolz, damit sie den Bund der Ehe schließen und ihre Seelen für alle Ewigkeit vereinen konnten. Gemäß dem neuesten Brautmoden hatten sie sich für eine Trauung am Waldrand bei einem wunderschönen Bauernhaus im Chevy Chic entschieden. Gemeinsam verbrachten sie Monate damit, die Details zur Hochzeit zu planen. Die beiden gestalteten Einladungen, überlegten sich Sitzordnungen und probierten 100 Torten, bevor sie sich für die perfekte entschieden. Sie haben sich übrigens für Lilikoi entschieden. Absolut abgefahren. Als es an der Zeit war, sich um die Dekoration zu kümmern, wollte die Braut, die Verlobte nehme ich an, da sie noch nicht wirklich verheiratet war, die Führung übernehmen und den Stil bestimmen. Schließlich trug ihr Freund fast die ganze Zeit über Cargo-Shorts und offene Sandalen, also konnte man ihm diesbezüglich definitiv nicht trauen. Nachdem die Verlobte sich für eine so schöne, natürliche Umgebung für die Zeremonie entschieden hatte, beschloss sie, einzigartige Blumenarrangements aus den örtlichen Wildblumen zu gestalten, die das Bauernhaus umgaben. Sobald die Sonne am ersten Frühlingstag aufging, machte sie sich auf den Weg in den Wald. Jeden Tag verbrachte sie Stunden damit herauszufinden, wo die schönsten Blumen zu finden waren, und bereitete sich darauf vor, sie am Morgen der Hochzeit selbst zu pflücken, damit sie auf dem Höhepunkt ihrer Frische und Schönheit waren. Begeistert von der unglaublichen Vielfalt der Blumen in den Wäldern, die sie untersuchte, war die Braut, die Verlobte, da sie noch nicht verheiratet waren, wie besessen davon zu wissen, wie viele es gab, damit sie die absolut besten auswählen konnte. Als der schicksalhafte Morgen
ihres großen Tages gekommen war, erzählte die Verlobte ihrem zukünftigen Ehemann, dass sie noch eine letzte Besorgung vor der Hochzeit machen musste. Voller Vorfreude auf die bevorstehende Zeremonie zog sie ihr schönes weißes Kleid an und machte sich auf den Weg in den Wald, um Blumen zu pflücken. Vorsichtig folgte sie ihrem Weg, wählte nur die besten aus und sammelte sie in einem Korb. Als jedoch auf eine ihr bekannte Lichtung kam, war etwas nicht so, wie sie es erwartet hatte. Irgendwie war sie jetzt noch schöner als je zuvor. Und am Rande ihres Blickfeldes stand eine neue Pflanze mit so farbenfrohen Blüten, dass sie ganz schwindelig davon wurde. Aber die Verlobte ignorierte den sich plötzlich vor ihr auftunenden Zauber und ging weiter, um eine Blume nach der anderen zu pflücken. Und jedes Mal, wenn sie das tat, bemerkte sie weiter vorne noch schönere Blumen. Getragen vom süßen Duft der Frühlingsluft, begab sich die Verlobte, immer weiter in den Wald hinein, bis sie einmal um eine Ecke bog, über einen moosbewachsenen, umgestürzten Baumstamm schritt und feststellte, dass sie schon einmal hier gewesen war. Aber das war nicht die Lichtung, an die sie sich erinnerte. Oder zumindest war sie nicht so, wie sie in Erinnerung hatte. Die Blumen waren plötzlich überreif, verwelkt und fielen von ihren Stängeln zu eitrigen, modrigen Haufen auf den Boden. Wo vorher Bienen flogen, summten jetzt nur noch Fliegen. Und der Anblick der Blumen, wo der Anblick der Blumen sie berauscht hatte, machte der Geruch von Schimmel sie krank. Sie drehte sich um und schaute zurück, aber der Weg war in Dunkelheit gehüllt. Sie ging in eine schattige Schlucht und wandelte weiter. Und als sich die Gäste an jenem Tag auf dem Bauernhof sammelten, war die Verlobte nirgends zu sehen. Ihre Freunde, ihre Familie und ihr Liebster begannen sie zu suchen, aber ohne Erfolg. Sie suchten die Weide, die Baumgrenze und den Wald ab, aber es waren keine schönen Wildblumen oder die junge Verliebte zu sehen. Nur alte, tote Bäume, zertrampelte Ranken und moosüberwucherte Felsen. Die Verlobte blieb eine Verlobte für die Ewigkeit. Sie wanderte umher und suchte nach frischen Blumen, die sie pflücken konnte. Aber sie fand sie nicht. Abgelenkt durch die ständige Suche nach Perfektion, unfähig zu sehen, dass man geliebt wird, wie man ist. Da draußen, ganz allein. Ich fand die Geschichte schön und traurig. Wie jemand, den wir kennen. Wie war die Geschichte? Viele Leute schimpfen gern über Fortsetzungen, aber ich finde, jede gute Geschichte verdient eine Fortsetzung. Wenn man denkt, dass es das Ende ist, ist die Fortsetzung fast nie so belohnt wie das Original. Deshalb bin ich viel mehr ein Fan des Erzählstils in Episoden. Das Wissen, dass es sich um eine Serie handelt, nimmt eine Menge Druck von jeder einzelnen Folge und schafft eine größere Verbundenheit zwischen Publikum und Autor. Sag mal, Dee, wenn du eine beliebige Fortsetzung auslöschen könntest, welche wäre das? Antworte nicht darauf, es ist uns eigentlich egal. Wir sind nur hier, um sicherzustellen, dass wir nahtlos zum nächsten Teil des Abends übergehen können. Hä? Lass mal kurz drüber nachdenken. Es gibt bestimmt Fortsetzungen, die ich löschen möchte, weil sie dumm sind. Aber lass mich länger drüber nachdenken. Spontan fällt mir nichts ein. Spontan. Ich müsste länger drüber nachdenken. Gott bewahre, dass mein Smalltalk einen romantischen Augenblick in die Quere kommt. Dwight, du musst doch mal deine Klappe halten. Du weißt, dass wir wieder zu dem kommen müssen, was immer wir tun, wenn wir nicht auf dem Bildschirm sind. Okay. Viel Spaß heute Abend. Und versuch, Zwinker, Zwinker, nicht tot zu enden. Warum hast du Zwinker, Zwinker laut gesagt? Und worauf willst du mit der Sache mit dem Tod enden hinaus? Dwight ist körperlich nicht in der Lage zu zwinkern. Seit Jahren. Wieso seit Jahren? Das steht da nicht einmal. Nicht seit dem Unfall. Und du weißt schon, dass alle diese Leute abscheulich Verbrecher mit Morden im zweistelligen Bereich sind, oder? Naja, außer dem Gespenst.
Sie gehört hier wirklich nicht hin. Sie ist nur ein Opfer, keine Täterin. Kein Wunder, dass sie stinksauer ist. Oh, das macht sie auf jeden Fall sympathischer. Lästert da jemand über das Gespenst? Lass mich mitmachen! Was hältst du davon, wenn wir dieses Gespräch in den Whirlpool verlegen, damit ich diesen heißen Körper einweichen kann, während ich mich über das Gespenst mit ein paar mörderischen Witzen lustig mache? Bitte, es reicht mit diesen heißen Dingen. Dingen, die angezündet werden oder brennen. Es reicht schon, dass diese Aktivitäten neben einem echten Feuer stattfinden müssen. Muss ich auch noch von tatsächlichen Flammen umgeben sein? Was, wenn wir uns einfach abwenden und so weit wie möglich von diesem Ort weglaufen würden? Nur du und ich. Auf diesen dünnen Beinen? Du würdest wahrscheinlich müde werden, bevor du weit kommst. Wenn es darum geht, an einen abgelegenen Ort zu fliehen, die sollte man mir natürlich folgen. Hast du diese Beine gesehen? Pure Kraft. Nicht, dass meine Geschwindigkeit meine riesige Statur widerspiegeln würde, aber das liegt daran, dass ich mich aus Gründen zur Tarnung langsam bewege. Das ist meine ganz eigene Entscheidung und völlig logisch. Warum sind alle so besessen davon, sich mit anderen zu vergleichen und ein Drama zu machen? Ich habe das alles so satt. Verstehst du es nicht? Die Gesellschaft will euch dazu bringen, gegeneinander zu kämpfen, damit die Konzerne euch falsche Lösungen für all eure erfundenen Probleme verkaufen können. Ich werde mich in den Schatten setzen und ein regionales Getränk trinken, während ich in einer lizenzfreien Novelle blättere, die auf Recyclingpapier gedruckt wurde, weil ich mich weigere, ihr Spiel weiterzuspielen. Es ist, als würde sie aktiv versuchen, so unsympathisch wie möglich zu sein. Macht das irgendjemand anders wirklich an oder nur mich? Trotz des unstillbaren Appetits des Fallenstillers scheint seine Aufmerksamkeit und die aller anderen immer noch bei dir zu sein, zumindest im Augenblick. Wenn du dir einen von uns aussuchen könntest, könnten wir vielleicht alle mit unserem Leben weitermachen oder, du weißt schon, mit ein paar besonderen Projekten, die wir vielleicht haben. Du hast es gehört. Wer wird es sein? Mit wem wirst du was am Abend unternehmen? Oh, das ist natürlich so spannend. Ach so. Ich will damit nur sagen, dass du vielleicht nicht mehr viele Gelegenheit bekommst, dich so zu verabreden, bevor deine Zeit auf der Mörderinsel zu Ende ist. Und nein, ich bin auch nicht zufrieden mit diesem Namen. Aber bei dem derzeitigen Streaming-Reality-TV-Dating-Show-Boom ist das so ziemlich alles, was noch nicht vergeben war. Welchen Killer wirst du wählen? Und ja, wir schließen Trickster wieder aus, denn der Typ ist einfach nur ätzend. So, und wen ich wohl begleiten werde, das werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. In der nächsten Folge von Let's Play Hooked on You. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal dann. Euer Unknown D. Tschüss, Leroux.